So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hans-Peter von freiheitdurchwahrheit.de bzw. dem Telegram-Kanal Freiheit durch Wahrheit öffentlich. Ganz spannendes Thema heute, wie so oft, aber jetzt geht's richtig interessant. Nämlich, haben alte keltische Völker tatsächlich über eine gewisse Zeit über Ägypten geherrscht? Denn das Volk der Hyksos beherrschte laut Wikipedia für etwa 108 Jahre in Ägypten in der zweiten Zwischenzeit, zwischen der 13. und 17. Dynastie. Wer die Hyksos sind, wer die Skythen sind, die Illyrer und die Sklaven, das klären wir jetzt in diesem Video. Und jetzt geht's los. So, ihr Lieben, ganz spannendes Thema. Ich fand das total super. Ich gebe euch jetzt mal einen Auszug aus meinem Buch, dem Band 2 von Wenn das unsere Ahnen wüssten. Und dort sprechen wir jetzt speziell über die Hyksos, das Volk der Hyksos. Laut Wikipedia herrschten sie in der zweiten Zwischenzeit zwischen der 13. und 17. Dynastie über Ägypten. Hyksos bedeutet tatsächlich übersetzt Herrscher der Fremdländer. Die Hyksos kamen also letztlich aus einer ganz anderen Heimat nach Ägypten. Das Volk der Hyksos herrschte vor den Hebräern. Die Hyksos waren bekannt für ihren keltischen Schmuck, das keltische Sonnenrad und die keltischen Spiralensymboliken sowie der verschlungenen Spirale. Wir sprechen hier ganz klar von Symbolen der keltischen Bevölkerung. Letztlich waren diese also Indogermanen, könnte man sagen. Nach dem Sturz des Phaethon, über den ich schon oft berichtet und geschrieben habe, in der Helgoländer Bucht, wanderten die Nordmeervölker zum Teil über die Ostalpenpässe bis nach Mittelitalien. Und ihre Stämme trugen Namen wie Italica, Osca, Umbra, Umbrien gibt es ja heute noch, in Italien, Etrusca, Jagypa, Elymera und Veneta. Die deutsche Prähistorikerin Renate Rolle enthüllte bereits im Jahr 1995, dass es sich bei den berühmten Skythen um alte Kelten handelte. Sie nannte sie zumindest die Griechen. Die Griechen nannten uns so. Die Skythen oder das Wort Skythos bedeutet nämlich übersetzt Haut, Leder oder Umhüllung. Da die Skythen lederne Panzer trugen, wurden diese von den Griechen nun mal so genannt. Tja, ja, die Kelten. Die waren schon viel unterwegs, die Jungs, ne? Und jetzt kommen wir mal zum Volk der Slawen. Das Wort Slawen kommt aus dem älteren Wort unter anderem Slowenen ab. Johannes von Ephesus nannte sie Slawinen. Und von den Deutschen wurden sie Windische oder auch Wenden genannt. Und wer meine Beiträge kennt, weiß auch um die sogenannte oder die Bücher, die Tifinang-Schrift. Und das ist ein ganz interessantes Ding. Die Tifinang-Schriften werden ja teilweise wirklich lange Jahrtausende vor der Zeitrechnung bestimmt. Und das ist offiziell über Barry Fell bestätigt und über Universitäten in der USA.
Aber dazu mehr in den jeweiligen Büchern. Interessant wird es, wenn wir sehen, dass die Tifinang-Wurzel, denn sie benutzten ja keine Selbstlaute, W, N, D, also ein W wie Wilhelm, ein N wie Nordpol und ein D wie Dora benutzt wurde. Das war praktisch dann der Ausdruck dieses Wortes. Das bedeutet nichts anderes übersetzt aus der Tifinang-Sprache wie die Blonden. Das steckt auch im Wort Vandalen. Da haben wir auch ein großes W, ein großes N und ein großes D. Und wenn wir dann die Selbstlaute wegnehmen, also das A von Vandalen zum Beispiel, haben wir WND. Auch wieder die gleiche Wortwurzel. Und bei Slowenen, das Wort Slo bedeutet Sumpf. Es waren also im östlichen Sumpf lebende keltische Veneder Vandalen. Wobei das Wort Veneder schon wieder an Venedig erinnert, ne? Die Slawen erhielten später durch die Mongolen breitere Wangenknochen. Den Südslawen wurde Türkenblut verpasst. Und so hat sich natürlich die Vermischung entsprechend verbreitet. Und Professor Renfrew hat in seinen Büchern eindrücklich bewiesen, dass die slawischen Sprachen dem Keltischen näher sind als allen anderen Sprachen. Selbst die Byzantiner beschrieben die Slawen als Menschen, die sich wie Kelten verhalten. Das ist alles beschrieben in alten Schriften. Kein Wunder, bei der Herkunft, denke ich, ist es offensichtlich. Die Byzantiner aber aus dem Slawonen, die haben aus dem Wort Slawonen das Wort Sklavonen gemacht. Da diese nämlich die Buchstabenfolge SL, SL, nicht aussprechen konnten. Sie hatten es so zu einem SKL gemacht, SKL. Widukind von Corvey berichtet bereits Jahrtausend vor Christus von den Sklaven, mit C geschrieben, SCL, wenn er von den Slaven sprach. Die Byzantiner wiederum verkauften diese Slaven, / Sklaven, an die Mesopotamier, Ägypter, nach Spanien und nach Nordafrika. Und so wurde der Name Sklave in der damaligen Welt natürlich sehr bekannt. Dann wollten wir nochmal das Wort Illyrer zerlegen, die ganzen alten Völker. Illys, I-L-L-Y-S, bedeutet im Griechischen Schlamm, Schmutz. Könnte also auch wieder auf einen Sumpfbewohner deuten. Untermauert wird dies durch folgende Punkte. Vermutlich handelt es sich auch hier um Flüchtlinge, meiner Meinung nach, aus der Phaeton-Katastrophe um rund 1200 vor unserer Zeit, die in Richtung Südosten, in Richtung Griechenland, geflohen sind. Jürgen Spanut, der ja sehr bekannt war, hat es zum Nachweis damals gebracht, dass dieses Volk aus Norddeutschland stammt. Ein typisches Instrument oder Kelten, welches von der genauen Bedeutung her noch nicht zugewiesen werden konnte, wir wissen nicht, wofür es war, sind zum Beispiel sogenannte Schall-, Klang- und Klapperbleche. Das könnt ihr googeln, findet ihr auch einige Funde und Bilder im Internet. Und Funde dieser Art finden wir außerdem auch in Norddeutschland sehr oft bei den Illyrern. Ebenso finden wir dort die berühmten Philistertöpfe, die eine Irminsul tragen, die eingraviert wurde. Die Illyrer gingen ebenso nach Palästina, wo sie den Hebräern ein umfangreiches Vokabular nordischer Ausdrücke hinterließen, die dem Germanischen am nächsten kommen. Der Revolutionär Anton Wadler hat das eindrücklich in seinen Büchern über Sprache und deren Ursprünge bewiesen. Nach der damaligen verlorenen Schlacht um Medinet Habu im 12. Jahrhundert vor Christus zogen sich viele der Angreifer zurück nach Palästina zum Beispiel und gründeten das Volk der Phönizier, die den Gott Baal verehrten. Dazu habe ich ja einen meiner letzten Videobeiträge gemacht, der wiederum dem nordischen Gott Bel bzw. Baldur, dem Strahlenden, entspricht. In seinem Buch Deutschlands Urahnen schreibt Barry Fell, dieser berühmte Harvard-Professor, dass auf der Näherung der Sirbonischen See, die Sirbonische See ist an der östlichen Grenze von Ägypten, der Hügel Ras Khwarzm liegt. Das ist eine rund 30 Meter hohe Erhebung, die bei den Griechen Kasioberg oder Mons Kasios nannten. Kassis bedeutet leiblicher Bruder oder leibliche Schwester. Im syrischen Ugarit
steht das Ras Shamra, der dort als Sitz, Achtung, der, ich zitiere, Herren des Nordens galt. Die semitische Übersetzung davon lautet Baal Zephon. Wir finden auch in der Bibel einiges über diese Städte, womit wir wieder einen keltischen Hinweis erhalten haben. Man fand tatsächlich bei Ausgrabungen ganz typische Waffen unserer Völker. Und gleichartige Funde existieren im Elsass, in Mitteleuropa, bei uns zu Tausenden, also wesentlich mehr. Und sie liegen in der zeitlichen Datierung vor Ugarit. Die Herkunft scheint also wieder mal bei den alten Kelten zu liegen, zeitlich gesehen. Dort gab es sie vorher. Der Sitz des kanaanitischen Gottes Baal lag auf dem Zephon, übersetzt der Nordberg. Immer geht es um Norden. Und Ugarit ging endgültig 1200 vor Christus unter, laut der Überlieferung. Alles Zufall? Auch hier wieder das historische Datum, das durchaus, wenn nicht sogar wahrscheinlich, auf der globalen Katastrophe durch den Phaeton verursacht wurde. Die Griechen selbst nannten die nordischen, also unsere Völker, tatsächlich ihre leiblichen Geschwister. Man war sich dort also schon bewusst, dass man aus dem Norden kam im Ursprung. In dem Buch Timna von Benno Rothenberg befindet sich auch eine Zeichnung vom Berg Sinai. Diese Zeichnung stellt den Sonnengott mit einem Heiligenschein dar, mit Hörnern auf dem Kopf und, Achtung, der Ogam-Konzen-Beschriftung, also der alten keltischen Schrift BL. Und der Selbstlaut wird ja weggelassen in der Tifinang-Schrift. Baal. Jetzt sollte man nur noch wissen, dass zur Zeit der Entstehung dieser Felszeichnung vermutlich nordische Kelten als Bergleute diese dort angebracht haben. Letztlich liegt diesen ganzen Völkerwanderungen und der Entstehung neuer Kulturen durch auswandernde nordische Völker das globale Ereignis vom Absturz des Phaetons zugrunde. Und darüber habe ich ja am ersten Band bereits ausführlich berichtet. Es war eine wirklich furchtbare Katastrophe, ihr Lieben, deren Auswirkungen noch heute sichtbar sind. Die Apokalypse oder diese Apokalypse zerstörte das Hethiterreich, Ugarit in Syrien und das Reich der Mykener ebenso. An den Bauten von Kreta erkennt man immer noch waagerechte Spuren eines Feuersturms. Atlantis ging, also der Rest, die letzte Bastion Helgoland, ging endgültig unter. Und das Ereignis hat bei uns zwischen dem Schwarz- und Weißtorf eine Brandschicht hinterlassen. Also auch bei uns sieht man es bei Untersuchungen. Am Donnersberg sieht man die Verglasungen von Gestein. Da war ich gewesen, habe mir das angeschaut. Sämtliche Bäume an der Nordsee wurden Richtung Osten umgelegt durch dieses Ereignis. Die Nordsee heißt ja auch seitdem das Meer der Toten. Das haben die Römer von den Kimbern durch Plinius den Älteren erfahren. Ihr seht, ihr Lieben, wir sind wieder ein Stück weiter. Natürlich ist das jetzt kein endgültiger Beweis, den ich hier darlege, aber verbinden wir die Punkte, dann ergibt sich schon ein schlüssiger Hinweis auf das vermutliche wahre Geschehen und unser Wirken der alten Völker und Stämme aus Mittel- und Nordeuropa auf nicht nur unserem Kontinent, sondern global gesehen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, seid gesegnet und bis bald. Alles Gute. Ciao.